Der Mensch bläst jeden Tag tonnenweise Schadstoffe in die Luft. Doch welche Auswirkungen hat das auf das Weltklima? Auch in der ZDF-Sendung Mein erstes Mal ging es gestern um den Klimawandel. Der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Jörg Meuthen, zweifelt an der Einigkeit der Forscher über dessen Hauptursache, dem menschgemachten Klimawandel. Wenn Sie sich das mal genau anschauen, dann sind 2/3 dieser Studien so, dass Sie sagen, wir sind uns da nicht sicher. Das dritte Drittel, das sagt, und von diesem dritten Drittel sind es 90%, sagt, doch, das ist menschengemacht. Und darauf rekurrieren jetzt alle und sagen, wir müssen hier das Klima steuern. Stimmt das? Meuthen bezieht sich in seiner Aussage auf eine Studie aus dem Jahr 2013, interpretiert sie aber falsch. 2/3 aller Untersuchungen zum Klimawandel beschäftigen sich gar nicht mit dessen Ursache und machen deshalb folgerichtig keine Aussage. Von den Studien, die sich damit beschäftigen, stimmen aber über 97% zu. Der Klimawandel ist hauptsächlich vom Menschen gemacht. Professor Mujib Latif setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, Aufmerksamkeit für die Ergebnisse der Klimaforschung zu bekommen. Meuthens Aussage hält er für eine Irreführung der Öffentlichkeit. Um den menschlichen Einfluss auf das Klima wirklich zu bestimmen, haben ja die Vereinten Nationen vor 30 Jahren den Weltklimarat gegründet. Der macht keine eigene Forschung, sondern der trägt nur die wissenschaftlichen Studien zum Thema Klimawandel zusammen. Und der sagt eben eindeutig, es gibt einen Konsens in der internationalen Klimaforschung, dass der Mensch eben die Hauptursache der Erderwärmung ist. Warum aber greift die AfD solche eigentlich eindeutigen Themen auf? Politikberater Johannes Hilje sieht dahinter eine Strategie. Das ist eine Form von Wissenschaftsskepsis, die die AfD hier vertritt. Und die Wissenschaft gehört erstmal zur gesellschaftlichen Elite auch dazu. Und die AfD spricht immer auch ein Klientel an in der Bevölkerung, was elitenskeptisch ist. Das heißt, dass man hier eine Position, eine These aufbaut, die gegen die Thesen, die Narrative der Elite angeht. Und somit kann man sich wieder als Kraft des Anti-Establishments im Grunde positionieren. Und das sehen wir auch bei anderen Themen. Hier macht sich es jetzt beim Klimawandel. Fakt ist, das Klima ändert sich und der Klimawandel polarisiert. Immer wieder gehen Tausende auf die Straße und fordern, es muss endlich etwas getan werden.